So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur nächsten Spieltagspressekonferenz. Heute anlässlich der Partie SV Elversberg gegen unseren FC Homburg am kommenden Samstag, den 18. April 2015 um 14 Uhr im Waldstadion Kaiserling in Elversberg. Neben den Pressevertretern darf ich ganz herzlich begrüßen zu meiner Linken Nico Zimmermann und zu meiner Rechten unseren Trainer Jens Kiefer. Ja, Nico, vielleicht vorab mal zu deiner vertraglichen Situation. Du bist ja im Winter für den FCH spielberechtigt worden, hast aber noch einen Vertrag in Elversberg. Vielleicht kannst du ganz kurz schildern, wie da die Situation genau aussieht und wie es zu diesem, ja, ich sag mal, Leihgeschäft kam damals. Ja, gut, die vertragliche Situation, die ist noch genauso wie vor 2 Monaten, als ich herkam, und da hat sich jetzt noch nichts dran geändert. Was da im Sommer genau passiert, das steht noch auf einem anderen Zettel, das weiß ich jetzt selbst persönlich auch noch nicht. Fakt ist, ich habe ab Sommer wieder Vertrag in Elversberg, und was darüber hinaus passiert, das wird man sehen. Als Patrick Schmidt kurz vor Ende der Wechselperiode zu uns gewechselt ist, wurde damals eine Klausel in den Vertrag aufgenommen, dass er in Spielen gegen Saarbrücken nicht spielen darf. Gibt es da bei dir was Ähnliches mit Elversberg, oder sind die Voraussetzungen bei Samstag so, dass du spielen könntest, dürftest? Also eine entsprechende Klausel gibt es nicht, also bin ich ganz normal spielberechtigt. Okay, dann kommen wir zum Spiel an sich. Deine Einschätzung zur Partie und zum Gegner am Samstag. Ja, unsere Serie ist jetzt vorgestern leider geendet. Und ich denke mal, wir wollen wieder eine Serie starten. Jetzt kommt am Samstag Elversberg. Ich glaube, der größere Druck liegt bei Elversberg, um eben an Saarbrücken und Offenbach dran zu bleiben. Von daher können wir eigentlich befreit aufspielen. Für uns geht es eigentlich nur noch darum, den 5. Platz zu festigen, beziehungsweise vielleicht in den einen oder anderen Punkt dann Lautern aufzuholen und eventuell Lautern noch zu überholen. Okay, vielen Dank soweit, Nico. Jens, im Spiel gegen Offenbach hat sich Clément Hané verletzt. Wie ist da der aktuelle Stand, wie ist der Befund bei ihm? Clément Hané hat Muskelfaser und wird mit Sicherheit eine Zeit ausfallen. Prognose abzugeben, wie lange das ist immer schwer, aber wird mit Sicherheit sagen. Mindestens 3 Wochen dauern, mindestens. Wo? Oberschenkel. Recht. Dann gleiche Frage an dich wie an Nico. Die Einschätzung zur Partie in Elversberg am Samstag. Ja. Wir freuen uns zuerst mal in Elversberg zu spielen. Das ist mit Sicherheit auch wieder ein Spiel, bei dem ein paar Zuschauer dabei sind, die hoffentlich auch motiviert sind wie wir. Von unserer Seite, von denen ihrer Seite. Elversberg muss eigentlich punkten, um an Saarbrücken dran zu bleiben, wenn man so den Spielplan sieht. Das heißt, sie stehen schon ein bisschen unter Druck, haben mit Sicherheit auch nicht gerade ihre beste Phase gehabt. Aber ich glaube, wenn man das Spiel vor 2 Jahren sieht, so ein bisschen ähnliche Vorzeichen. Damals Elversberg-Homburg, waren wir auch nicht die beste Phase, haben so mit dem Homburg-Spiel wieder rausgerissen, die entscheidenden Punkte gemacht, und ich sehe das so ein bisschen ähnlich, und wir sind am Samstag mit Sicherheit in der Lage, auch in Elversberg zu punkten. Wir freuen uns auf das Spiel. Ist eines derer Spiele, wo man als Spieler und als Trainer gerne bestreitet. Dementsprechend werden wir es angehen, werden wir es auf uns zukommen lassen und nochmal alles raushauen wie am Dienstag, und vielleicht können wir noch einen Punkt mitnehmen dort. Wir haben jetzt gerade gehört, Clément Hané wird definitiv ausfallen, Steven Gröner ist gesperrt. Wie sieht ansonsten die personelle Situation aus? Kommen verletzte Spieler vielleicht zurück, oder ist es vielleicht auch noch früh, das zu wissen jetzt? Ach, die Situation ist eigentlich nicht anders. Wie gesagt, die 2 sind dazugekommen, die nicht spielen können. Emil wird nicht spielen. Patrick, Situation unverändert. Jaron wird nicht spielen. Marc Gallego wird zurückkommen. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Das heißt, uns fehlen in der Defensive schon einige Spieler. Irgendwo stellt sich die Kette von alleine auf. Auf der Sechserposition müssen wir schauen, was wir machen. Vielleicht ein bisschen improvisieren. Und ansonsten werden wir eine ordentliche Mannschaft aufs Feld bringen. Glaube ich schon. Es ist halt bitter, dass gerade jetzt in den Spielen Offenbach und Elversberg schon ein bisschen an Substanz verloren geht, aber wir nehmen es, wie es kommt im Moment, und werden versuchen, das Beste draus zu machen und ein gutes Spiel zu machen. Haben Sie Fragen an die beiden? Jetzt hast du angekündigt, dass Steinmetz entweder gegen Offenbach oder Elversberg von Beginn spielt. Jetzt hat er
gegen Offenbach ja nicht gespielt. Kann man damit von ausgehen, dass Stein jetzt seine erste Chance bekommt? Kann sein. Wir sind 2 Trainingstage. Eigentlich war mein Plan, ihn am Dienstag zu bringen, sage ich ganz offen. Weshalb? Gegen Offenbach war der Plan, weil einfach im letzten Moment wir uns dagegen entschieden haben, weil es doch ein Spiel wird, wo man vorne sehr, sehr viel anlaufen muss, läuferisch richtig stark sein muss, und da ist er einfach nicht bei 100%, das kann er auch nicht. Dementsprechend haben wir uns anders entschieden, und wenn ein Spieler, der ein Jahr nicht gespielt hat, das machen muss im ersten Spiel, dann kommen mit Sicherheit auch nicht seine Stärken zum Tragen, die mit Sicherheit im fußballerischen Bereich liegen. Und dementsprechend haben wir uns dann anders entschieden. Vielleicht ist es am Samstag soweit. Werden wir sehen. Nico, du hast vorhin selbst gesagt, jetzt ab Sommer dann eigentlich wieder Vertrag in Elversberg, aber man muss sehen, was dann passiert. Man weiß, dass, sage ich mal, das Verhältnis ein bisschen angespannt zum Trainer dort ist. Mit welchem Gefühl fällst du ihn? Ist das nochmal eine besondere Motivation für dich, auch am Samstag da anzutreten? Erstmal gehe ich damit nicht irgendwie mit bösen Absichten in dieses Spiel oder besondere Aggression oder so. Ich habe mit Willi Kronert kein schlechtes Verhältnis gehabt, das halbe Jahr. Das will ich auch noch klarstellen. Und ansonsten ist es ein spezielles Spiel, klar. Ist erstmal für mich ein spezielles Spiel, für weitere in der Mannschaft, die letztes Jahr noch in Elversberg waren. Und von daher sind wir, glaube ich, hoch motiviert und können vielleicht schon mal der eine oder andere Prozentpunkt mehr herauskitzeln. Ähnliche Frage an den Trainer. Auch eine Elversberger Vergangenheit. Auch nochmal was ganz Besonderes, dann dahin zurückzukommen? Ja. Schon was Besonderes, weil ich auch dort in der Gemeinde wohne und von dort komme und eigentlich auch dort gespielt habe, sehr gern dort gespielt habe, sehr gern Trainer war dort. Aber ja, das ist mit Sicherheit jetzt irgendwie absolut kein, wie bei Nico auch, keine Aggression oder irgendwas. Ich war dort sehr gerne und hatte Erfolg dort, ganz wichtig. Das ist immer ganz gut für einen Trainer. Und im Endeffekt werden wir am Samstag dort ein Spiel machen und versuchen, Elversberg zu ärgern. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann darf ich mich noch bedanken für Ihren Besuch heute Mittag hier. Am Samstag geht es nach Elversberg, Anschluss 14 Uhr. Bis dahin, vielen Dank.